Gestern kam vermutlich das letzte große Update für Destiny vor der Final Shape und es sind einige Sachen dazu bekommen. Unter anderem können wir jetzt doppelt so viele Münzen beim Ansturm farmen. Die Shiny-Waffen sind auch mit einer erhöhten Drop-Chance jetzt da. Pantheon hat jetzt zwei neue Bosse, plus dass es halt jetzt 20 Level drunter ist. Und wir haben eine neue Story-Mission für diese Season, die erstmals für Destiny 1-Spieler eine kleine Nostalgie hat und auch hinterher eine richtig geile Cutscene hat, wo wir endlich das Innere des Reisenden sehen. Die Cutscene packe ich euch auf jeden Fall ans Ende, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Und für alle die Mission nicht spielen wollen, nicht können oder noch nicht konnten, bleibt gern dran, wir schauen rein. Zunächst müsst ihr zum Helm gehen und dort mit Osiris an dem Holo-Kommunikator reden. Dort erfahrt ihr, dass die Vex es geschafft haben, die Verbindung zwischen den Schleier und den Reisenden irgendwie zu stören, womit Mara sich nicht mehr richtig mit ihrem Bruder verbinden kann und wir somit natürlich auch nicht in den Portal des Reisenden reinkommen können. Also werden wir in den Schwarzen Garten geschickt, um diese Störung zu beseitigen. Etwas versperrt uns den Weg, Hüter. Eine Anomalie, die den Schleier mit einem Schatten überlagert, der in ihm nachhallt. Was auch immer es ist, es entfernt die Verbindung des Reisenden. Es nimmt den Platz des Schleiers ein, als wäre es ein Doppelgänger. Ich habe das Signal der Anomalie isoliert. Es ist nicht unbekannt und kommt direkt aus dem Schwarzen Garten. Die Soulspalter versuchen anscheinend, ein letztes Mal unseren Vorsprung zu mindern. Deshalb bist du hier. Ich musste wissen, dass sich jemand darum kümmert, und zwar schnell. Denn wenn nicht, werden wir Krähe nicht folgen können. Er würde dort stranden. Ich glaube nicht, dass ich Maras Wut in so einem Fall besänftigen könnte. Geh in den Garten und vernichte die Störung, die Vex von dort verursachen. Das umherziehende Signal ist nicht weit weg. Sei wachsam. Was auch immer die Soulspalter nutzen, um sich in unsere Arbeit einzumischen. Diese Macht sollten wir nicht unterschätzen. Jeder, der Destiny 1 gespielt hat, wird sich vermutlich daran erinnern, dass wir auch eine Mission hatten, wo wir Vex-Portale zerstören mussten, damit die Vex nicht weiter einfallen. Und genau das gleiche passiert hier auch. Bis wir hinterher auf ein großes Tor stoßen und ich mir auch schon gedacht habe, Moment, das kenne ich doch. Unmöglich. Das schwarze Herz. Zerstöre diese Monstrosität. Und als wir dann reingehen, sehen wir, das schwarze Herz ist wieder da. Denn die Soulspalter haben es geschafft, mit den Anweisungen des Zeugen ein zweites schwarzes Herz zu erschaffen. Und dieses müssen wir natürlich wieder zerstören. Und diese Mechanik ist auch genauso wie auch in Destiny 1 damals. Wir müssen nämlich große Wächter zerstören und wenn diese zerstört sind, wird das Herz instabil und stirbt. Das schwarze Herz war eine gescheiterte Kopie des Schleiers. Unvollendet, aber doch potent. Dies war eine Simulation ihrer früheren Bemühungen.
Die Soulspalter müssen es benutzt haben, um ihr Kollektiv mit der Dunkelheit zu verbinden. Sie haben diese Verbindung weitergeleitet, ihre Frequenz mit dem Schleier abgestimmt, um seinen Platz einzunehmen und uns ausgesperrt. Diese Leistung hätten sie ohne die Führung des Zeugen niemals zustande gebracht. Und jetzt hast du dafür gesorgt, dass sie uns nicht noch einmal stören. Damit ist die Störung beseitigt und wir erleben eine Cutscene. Was genau in der Cutscene geschehen ist und die kleine Story danach, schauen wir uns nach der Cutscene an. Viel Spaß! Du warst tot. Du auch. Dann muss ich dich wohl nicht mehr Prinz nennen, oder? Also, wir sehen auf jeden Fall, dass Crow hier durch das riesige Portal im Reisenden landet und sich erstmal mit einem Huntersprung rettet. Er schaut sich um, wird abgeknallt und man sieht direkt aus der Ferne, okay, da schießt ein Hunter auf ihn. Viele wussten direkt, es kann einfach nur Kate sein und es hat sich auch bestätigt. Die beiden haben sich dann in einem 1 gegen 1 gebettelt, bis Kate es geschafft hat, Crow zu entwaffnen. Aber nun haben sich die Rollen vertauscht. Jetzt ist es nicht mehr wie früher Aldrin gewesen, der auf Kate schießen wollte, sondern Kate schießt auf Aldrin. Und man sieht Kate an, dass er zögert und auch genau weiß, dass das Krähe ist, dass das Aldrin ist. Was wiederum auch heißt, er wurde nicht nochmal neu belebt, nur ohne Geist als Hüter, weil normalerweise vergisst man dann alles, was davor ist, sondern er ist auch mit seinen Erinnerungen zurück. Und nachdem Glint direkt neben Crow auftaucht, ist ihm klar geworden, er ist jetzt ein Hüter und damit vermutlich auch eine komplett andere Person. Aber er setzt die Waffe ab, hilft Aldrin sogar hoch und sagt, jetzt muss ich dich ja nicht mehr Prinz nennen, oder? Und ich finde das ziemlich cool. Kate hat ihm verziehen und jetzt warten die beiden da wohl, solange wie wir noch nicht da sind. Und wir wissen jetzt auch, warum Kate wieder da ist. Das wurde ja schon in einer Textnachricht, ich sag mal geleakt, von der vorletzten Story-Mission der Season. Und zwar hat nämlich Crow mit Riven gesprochen und hat sich von ihr gewünscht, dass Kate wieder zurückkommt. Und das ist jetzt auch passiert. Auf jeden Fall, nachdem die Cutscene fertig ist, werden wir wieder zurück zu Helm zitiert. Dort spricht Osiris noch einmal mit uns und erzählt uns, dass die Störung beseitigt wurde, die Verbindung wiederhergestellt wurde und auch Mara jetzt gespürt hat, dass Crow angekommen ist und jetzt nur noch auf unseren Einsatz gewartet wird, was damit the final shape ist. Du hast abgeräumt und der Würfel ist gefallen. Diese finale Form, die der Zeuge will. Asa hat uns gewarnt. Der Zeuge hat seine ganze Spezies verzehrt, um sich neu zu formen und war dennoch unzufrieden. Seine Erlösung ist ein Käfig. Wir sehen es in den erstarrten Kreaturen im pechschwarzen Rumpf jeder Pyramide. Am Leben, aber nicht lebendig.
Auf welchen Zweck wird der Zeuge das Universum ausrichten? Und was ist mit dessen Einwohnern? Fakten zu verändern zwingt sie nicht dazu, so zu werden, wie du sie dir vorstellst. Denn Chaos kann nicht kontrolliert werden. Das wird klappen. Ein Jahr Forschungsarbeit. Ich zählte jeden Tag. Ich habe das Gewicht der Zeit gespürt. Doch ich nutzte sie gut. So sicher war ich mir noch nie bei etwas. Wir werden den Untergang verhindern. Zeig's ihm noch einmal, zum letzten Mal. Denn Chaos kann nicht kontrolliert werden. Bald, Hüter. Riven erfüllte ihren Teil. Königin Mara spürte, dass Krähe seine Reise beendet hat. Er ist angekommen. Ich habe die Resonanz des Schleiers in ihre Verbindung gewebt, genau wie der Zeuge mit deinem Geist. Bald offenbart Mara den Weg und wir können Krähe folgen, wohin auch immer. Mach dich bereit. Du wirst bald zu den Waffen gerufen. Also nutzt die 2 Wochen auf jeden Fall gut. Ihr könnt jetzt nochmal richtig schön reingrinden, was die Waffen von Into the Light angeht, da ja die Drop-Chance verdoppelt wurde. Nicht nur von den Coins, sondern allgemein von den Waffen und auch von den Shiny-Waffen. Und ich werde auf jeden Fall diesen Samstag ja auch zusammen mit euch alte Aktivitäten spielen, unter anderem auch halt alte Kampagnen, wenn ihr noch welche braucht, von alten DLCs. Und dabei werde ich nochmal 2 Embleme verlosen und eine physische Collector's Edition von Beyond Light, die es so nicht mehr zu kaufen gibt und die ist neu. Also schaut gern vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.